einen zweiten Teil zu machen von der Königstherme. Wir fangen hier am ersten Parkplatz an und begeben uns Richtung Königstherme. Man sieht hier nicht viel. Hier sieht man Holzbretter und ein bisschen das Hauptgebäude. Und gleich werden wir ein bisschen auch von der Saunalandschaft sehen, die auch mit abgerissen wird. Sieht man ein Saunagebäude da hinten. Und hier sieht man auch Spa-Bereich, wo eine Salzwasserbad drin war, wo man ja Mineralien wieder aufnehmen konnte für den Körper. Wir begeben uns weiter Richtung Eingang. Hier sieht man nochmal ein bisschen das Gebäude. Hier sieht man Zäune aufgestellt für die Baustelle schon. Und hier sieht man die Haupthalle. Und noch ein bisschen vom Außenbereich, wenn man hier durch den Zaun durchschaut, ein bisschen, sieht man hier ein bisschen Außenbereich. Man kann ihn nicht genau erkennen. Zu schade, dass der Zaun aufgestellt worden ist. Sonst könnte ich hier genauer was zeigen, was mal früher war. Das ist die Haupthalle von der Königstherme. Und hier ist wieder der Spa- und Saunabereich. Wir gehen jetzt weiter Richtung Haupteingang. Und hier sieht man nur Gestrüpp, nicht besonders viel, außer ein bisschen das Hauptgebäude da hinten. Ja, wie es um dem steht, der Königstherme im Moment, sieht es nicht gut aus. Leider, kann man leider sagen. Ja, und hier endet mein zweiter Teil langsam auch schon. Jetzt zoome ich nochmal rein in die ehemaligen Außenbezirke. Und hier sieht man nochmal hinten richtig den Außenbezirk mit Wasserfall und Außenbereichen. Und jetzt zoome ich nochmal näher ran, damit man nochmal ein bisschen besser was sehen kann, wo man mal ehemalig baden gehen konnte und es genießen konnte. Ist mal rausgekommen. Hier ist der Saunabereich. Jetzt gehen wir nochmal ein Stückchen weiter, um nochmal ein bisschen den Außenbereich genauer zu filmen und zu präsentieren, wie es ehemalig war. Hier sieht man nochmal das Hauptgebäude. Nochmal die Saunalandschaft ein bisschen. Und hier nochmal das Hauptgebäude, das Dach. Und ja. Hier sieht man jetzt nochmal genauer einen Teil vom Rutschbereich und Eingang und Ausgang. Nochmal dem Sparbereich und es ist traurig, dass es abgerissen wird. Und jetzt gehen wir nochmal vor zum Haupteingang und damit endet dann auch schon mein kleiner Film. Hier sieht man nochmal, wo Königstherme drauf stand und irgendwie Biokosmetik da auch dabei war. Hier war wohl ein Kosmetik-Laden
Salon eingebaut und wurde wohl auch mit gleich betrieben. Und wir nähern uns dem Eingang und somit dem Ende des Videos. Und hiermit möchte ich mich verabschieden und würde mich gern freuen, wenn ihr dieses Video über die Königskerme kommentieren würdet und ein Like-Zeichen geben würdet.